Boah, das triggert mich so sehr mit dieser Map. Das ist unfassbar. So, mal, irgendwas ist hier blau. Blau, 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 blau. So, you seem concerned. Yes, well, Bozan has yet to return from delivering our tithing demands to Menistad. Perhaps you could sweep the roads and see what's taking him so long. The cathedral must receive its dues. Okay, investigate the road to Menistad for Monk Bozan. Okay. Wir gucken uns das mal an. Ich sag übrigens eine Sache gleich. Ich werde heute nicht sehr alt werden. Ich bin hundemüde. Ich weiß schon, wo ich den morgenen Stream noch reingepackt habe. In dem Plan. I don't have enough fury. Not enough fury. Okay. The daughter of hatred demands blood. Ach, das ist Lilith hier, oder was? Ach nee. Insatiable hunger, survive through a slay enemies before they are sacrificed to the devourer. Ah. Ach, jetzt check ich das hier, okay. Okay, mit dem Eiszauber ist echt nicht. Ich habe nicht gesehen, dass ich. Ich denke mir die ganze Zeit, wieso kann ich mich nicht bewegen, aber ich bin vereist worden. Das habe ich nicht gesehen. Was? Ich will keinen Clan joinen. So. Insatiable Hunger. Ich glaube, ich habe es aber nicht perfekt gemacht, ne? Naja, I don't know, vielleicht doch. Keine Ahnung. Okay. I don't have enough fury. Aber ich muss sagen, obwohl wir jetzt gerade hier auf der schwierigeren Stufe spielen, es macht es, glaube ich, deutlich besser und angenehmer. Well supplied, close to completion, was? Weil du A, kriegst du mehr Geld, B, kriegst du mehr Erfahrungspunkte. Und es ist jetzt nicht so, als wärst du mega schwächt, als würdest du permanent hier sterben oder so, zumindest aktuell noch. Also von daher ist es eher ein No-Brainer, das nicht zu machen, diese Auswahl mit dem, mit der schwierigeren Schwierigkeitsstufe, wenn ihr wisst, was ich meine. Of will. Oh, der cool, wenn ich angreife, kriegt er Leben zurück. Interesting.
Ich probiere jetzt mal das hier, weil wir kriegen praktisch hier dann keinen Bonus-Damage mehr. Aber wir machen Bleed-Damage. Icegrave. Ja, warum nicht? Renn da! Was? Achso, das war Ladescreen. Ich dachte, was denn jetzt? Das sieht cool aus hier. Oh, lass mich raten, wie die können mit Fluten. I need more fury. Thundering Wrathful Phantom. Okay. Haben wir das abgeschlossen? Interesting. Ah, das ist der Ladebildschirm gewesen, okay. Das habe ich gerade nicht gecheckt. Okay, und er markiert es dann zumindest auch, wenn man die Sachen schon gemacht hat. Okay. Ich weiß nicht, was besser ist, der Blutungsschaden oder Dingens. Ich könnte mir vorstellen, dass Blutungsschaden mega broken ist, wenn du den noch irgendwie dann mit Items oder sonst was buffen kannst. Are you Bosan the Monk? Indeed I am. My guard turned on me, tried to choke the life out of me. All I could do before I lost consciousness was go over the cliff. I need to return to Kyovashad and request a night escort. Please, take the tithing demands to the merchant lord, Talgun, in Menestad. Okay. Deliver or tell to the merchant lord. Was ist das hier? Faded plague. Most of the inscription has been lost to time. A few better word read. Gratitude, rewards, virtues. I appreciate that. Favor the virtues. Gold raids upon you after your next kill. Ha, ich bin so gut. Ich bin so gut. Das musste mir nicht mal Chat sagen. Ich hab's geschnallt, was ich machen muss. Jahrelange Gaming Experience. Finde ich gut. Okay. Wo ist mein nächster Kill? Ich will Gold regen. I need more fury. Geil. Finde ich gut. Find ich gut. Achso, deliver the sitting demands to the Talgun the Merchant Lord. Okay, der ist da hinten irgendwo. Lauf mal halt da mal hin. Achso, warte mal. Wir haben wieder Skill Points, die wir ausgeben müssen. Aha. Fractured irgendwas. Menestad. Achso. Ist die nächste Stadt hier. Okay. Hello? I am so very grateful. I will need to make the necessary arrangements. Please, excuse me. Okay. Er hat ihn aufgetragen, umzubringen. I shouldn't be holding this in my hands. It should be. Restraint, my lord. Restraint. Ah, yes. Of course. Carry on, Isti. Okay, er hat ihn beauftragt. Das war ein Auftrag, ihn zu töten. Das war nicht so... Ja, zufällig hat mein Wächter hier mich angegriffen, sondern es war einfach, ja, blöd, das Attentat ist fehlgeschlagen.
So, good, well spent. What do you need? An arrangement I made went awry, and I was extorted by the ruffian Laskus for protection. He's camped somewhere near the pass to the northwest. Return the gemstones he stole, and I'll make it worth your while. Okay. Get a payment of gemstones from Lucas. Okay. I saw eyes in the darkness of the forest before I reached town. Glowing eyes. I've never been so terrified. Okay. The night has teeth beyond these walls. Better we'd bed down here so that we see the dawn. What do you want sucking the life out of you? The vampires in the forest, or the merchants right here in town? Ich nehme die Vampire. Ach ja, warte mal, ich habe hier noch so eine Salvage Cash Box. Hello. Wild Crystal, okay. Plus 10, minus 27. Plus 22, aber sowas von. Okay. So, es wäre mega lustig, wenn wir Koppel sehen würden, wie sie hier lang rennt. Ist das ein Goblin? Es ist ein Goblin. I've waited for you. It's locked. Okay. Okay, also gut, du hast immer Leute, die mit dir rumlaufen dann. Na gut. Lohnt sich das dann eigentlich noch überhaupt, die Monster hier in der Oberfläche platt zu machen? Weil die skalieren ja eh nicht mit der Area mit. Und wenn ich mir die Erfahrungspunkte so anschaue, dann skaliert das überhaupt nicht wirklich nach oben. Das heißt, es lohnt sich überhaupt nicht, die platt zu machen. Du rennst eigentlich nur durch das Gebiet durch. Kann das sein? Was ist das hier? Was? Jar of Souls. Slay the Monsters. What? Survive the enemy assault. Collect 30 enemy souls. Myriad Slothkin. Jar of Souls. Okay, also hast du ganz normal wieder auch die Dinge. Also so random Event Challenges. X reached rank 1 plus. Ach du kannst. Oh krass, du kannst die Waffen auch noch hochleveln hier, oder was? Also, dass man die updaten kann, wo es hier, aber du kannst ja auch noch leveln, wenn du die Länge verwendest. I've come for the gemstones belonging to Meros. Meros sent you.
That spineless merchant. This will cost him dearly. Okay. Payment of gemstones. Okay. Interesting. Return to Meros. Okay. Sehr gut. I've returned with the payment. So, the deed is done. Excellent. I knew you would prove worthy of my trust. I'm sure you've heard the new word as it spreads. We will no longer suffer at the hands of the lesser. Our strength, our might, our destiny is to triumph over the weak. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier gerade den Guten oder den Bösen helfe. Das ist alles... Da gibt's kein Gut, da gibt's kein wirklich Gut hier, weil jeder guckt auf sich selber so ein bisschen. Bad enough, I have to stand watch. Now I'm supposed to police the pickpockets? Okay, so, the Dread Talents. Okay. Dum-dum-dum-dum. Hand Axe, Item Power. 71 Item Power, okay. Ich komme mit diesen neuen Stats irgendwie noch nicht so ganz klar. Damage, Attack Speed, Damage to Healthy Enemies. Lucky Hit, up to 1.4% Chance to execute injured. To execute injured non-elites. Aha, okay. Ich muss noch ein bisschen gucken, was die ganzen Stats alles dann machen hier. So, Wanderer Tunic, Strider's Crown. Ja, aber das bringt alles nix. Okay. Das ist relativ witzlos. So, kriege ich eigentlich oben nochmal ein... These pilgrims making their way to Kyovashard are good people. We do our best to keep them safe from the vampire infestation, but we can't save them all. Huh. Okay. Mother's Guidance, das wird es komisch. Limited Access. Mount Donons Favor. Okay, wir müssen Donon finden. Dann kriegen wir die Favor und können wir durch die Gegend reiten. Dann sind wir schneller. Warning, your last return time will be closed once you leave town. Was? Ach so. Ah, na gut. Okay, schon wieder die Summe Events hier. Event Joint. Okay, also da kannst du die Events endlos machen, oder was? Okay. Also die resetten sich dann immer wieder nach einer Zeit und du kannst die immer wieder machen. Was haben wir hier? Forbidden City. Sieht spannend aus. Get Slay the Enraged Spirits. Mhm.
Also ja, das ist so klassisch wie alle MMOs aktuell so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt in dem Diablo, wenn ich ehrlich bin. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Enraged Spirit. So. Ja, okay, ich hätte ausweichen müssen. Ah ja, okay. Ancient Totem, okay. Not enough Fury. Ach, das sind diese Vampire, glaube ich, von denen sie erzählt haben, ne? Okay, das gibt's auch wieder, sehr gut. I'm not ready yet. Erledigt. Das war easy. Ghastly Depths. Slay all enemies in the Ghastly Depth. Okay. Die werden netterweise auf der Karte auch markiert. Miliz. Mirroring Wrath Phantom. Zum Glück können diese Geister auch Blutungsschaden kriegen. Das finde ich sehr gut. Okay. Ich finde es auch gut, dass wir wieder Waffen finden, die nicht für meine Klasse sind. Ups. Sehr gut, die meiste Zeit hatte mich bloß blöd angeguckt und stand einfach da. Ja, okay. Sword reached rank 1. Okay. Vulnerable. Okay, also wenn ich verwundbar bin, das habe ich jetzt schon rausgefunden, dann hast du diesen Punkt, dass du so eine blaue Dingens auf deine Lebensbar hast. Und dann kriegst du vermutlich mehr Schaden einfach dann. Das ist verwundbar. So, Level 11. You there! Please! Help us get out of here! We came here to purge this evil. But now... I can't leave my friends here. Not like this. We can't do it alone. They're here! Get ready! The only way out of this is to fight.
Jawohl! I must wait. Oh, Anna's tot, glaube ich. Take this, my friend. It's not much, but I hope it helps. You deserve this. Never seen anyone fight like you. Aber ich habe mich alle gerettet. Ich glaube, einer ist gestorben. Haha, dafür habe ich zu wenig Damage gemacht. Ich glaube, sie ist gestorben, sie hätte noch überleben können. Aber das war too much. Ich habe nicht genügend Damage gemacht, dass ich hier schnell genug platt mache, die Gegner. Das ist sehr schade. Ich bin mir nicht sicher, ob der Blutungsschaden so geil ist im Übrigen. Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Da muss ich ein bisschen rumexperimentieren noch mit den Builds und so weiter. Was da wie am sinnvollsten ist, beziehungsweise was man am besten macht. So, was haben wir eigentlich? Adept Ring. Okay, nehmen wir doch mal Item Power. Was haben wir hier? Plus 5. Das ist das Schwert, okay. Helm plus 79, hier nehme ich doch auch gerne. Schuhe 14. Hier plus das. Okay. Man wird ja irgendwann ein bisschen stärker. Das ist ja nicht so, als bleibt man ewig lang, ewig schwach. So, Blattmagus. Swift Hunter, kill 15 Monsters within 3 seconds. Okay. Dafür ist Wirbelwind echt gut für diese Challenges, also für diese Fast-Kill-Dinger. I'm not ready yet. Nice. 19 enemies remain. Okay. Ich muss übrigens das Ausweichen lernen. Das bin ich noch nicht gewohnt in einem Diablo, dass du ausweichen musst mit der Taste. Oder besser, du kannst ausweichen. Du musst natürlich nicht, aber du kannst ausweichen. Ich muss mal gucken, gleich, wenn wir den nächsten Level kriegen, ob wir vielleicht schon irgendwelche Skills mit 1, 2, 3, 4 freischalten können. Okay, das ist ein bisschen absurd, Wirbelwind. Was? Wenn du so Gegnerhorden hast, dann baust du deinen Race einfach so krass auf, dass du einfach durchrusht. A door has been unsealed.